Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen sehen. Das Video kommt einen Tag zu spät und es ist wieder spät. Heute zeige ich euch, wie ihr Bücher und Hefte verschönern könnt. Und zwar war das vorher so rot und ja, jetzt sieht es halt so aus. Und das ist jetzt zum Beispiel mein Vokabelheft. Jetzt so sieht das aus. Ihr seht, das spiegelt. Ja, und zwar für die Bücher, weil wenn ihr Schulbücher habt, könnt ihr ja hier nichts draufkleben. Ihr braucht eigentlich nur weißes Papier und Washi-Tape oder buntes Papier und Washi-Tape oder viele verschiedene Papiere oder Sticker und so. Dann für die Bücher braucht ihr Bücherhüllen. Das ist jetzt eine alte. Ich habe nämlich noch keine neuen gefunden. Ja, jetzt meine alte, die sieht man auch, aber ich will es euch ja nur demonstrieren. Und für das Heft braucht ihr halt euer Heft. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so einen Sticker als Namensbeschriftungsdings. Dann braucht ihr so Klebefolie und halt auch weißes Papier und Washi-Tape. Und ich werde euch das jetzt einmal zeigen. Als erstes fangen wir mit dem Buch an, weil das tausendmal einfacher ist. Und ja, dann fangen wir jetzt an, was ihr außerdem noch braucht. Warte, ich muss mal kurz was reinziehen. Was ihr außerdem noch braucht, ist ein. Wo ist mein? Hey, wo sind meine Sachen? Dahin. Hinter. Ihr braucht so ein Cuttermesser oder so ein Cutter, ein Lineal und einen Klebestift für das Heft. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an und ja, viel Spaß beim Video. So, als erstes messen wir einmal das Blatt ab. Dafür könnt ihr das aufmalen oder so wie ich machen, einfach mit dem Kratzermesser drumherum schneiden. Ich finde das tausendmal einfacher. Da müsst ihr nämlich nicht Linien ziehen und dann cuttern und den ganzen Kram machen. Und ja, das ist halt tausend einfacher, so dass dieses Papier, was vorne ist, genau die Größe hat wie die Deckseite von dem Buch. Und dann beklebt ihr das Ganze einfach mit. Kamera rutscht die ganze Zeit. Dann beklebt ihr die ganze Zeit mit Washi-Tape. Ich habe mir jetzt so eine Reihenfolge überlegt, weil es Mathe ist, habe ich so, weil Mathematik bei uns blau ist, habe ich so blau-graues Washi-Tape benutzt. Und ihr seht das jetzt einfach, wie ich das hier anbringe. Ja. Und das macht ihr dann einfach. Und immer schön ordentlich aufbringen. Und das mache ich jetzt und dann geht's weiter. So, ich habe das Ganze jetzt fertig gemacht und so sieht es aus. Ja. Dann nehmt ihr euch einfach euer Cutter und euer Lineal und schneidet das Überschüssige ab. Und dann seid ihr auch fertig und packt einfach das Blatt mit eurem Buch in die Bücherhülle und dann habt ihr ein wunderschönes Buch. Und dieses Design habe ich auch bei meinem Heft gemacht. Ich habe leider aus Versehen nicht mitgefilmt, wie ich das aufgeklebt habe, aber ihr versteht bestimmt das System. Also ihr seht gleich den Anfang und dann das Ende, wie ich das einschlage in die Klebefolie. Aber ja, mir ist das eigentlich auch nicht. Ja, und dann habt ihr einfach ein schönes Buch. Meiner Meinung nach, wenn man schöne Sachen hat, lernt man auch mehr und will auch mehr lernen. Deswegen werde ich das wahrscheinlich mit all meinen Büchern machen. In den Hauptfächern, Nebenfächer. Ich bin müde. Sind Nebenfächer. So, ihr klebt einfach dieses weiße Blatt, weil das Heft ist ja DIN A4, klebt es einfach auf und wenn da Überschüsse sind, schneidet ihr es einfach ab. Und ja, so sieht das jetzt aus und ich klebe jetzt einfach nur noch meinen Sticker hier vorne mit meinem Namen und so drauf. So,
und dann schneidet ihr euch eure Klebefolie zurecht. Und ja, markiert euch das jetzt. Also ich schlage das nicht komplett ein, dass hinten auch die Seite ist, sondern nur bis zur, ja, ein Drittel. So, und jetzt schneide ich das einfach aus. Also nur so ein Drittel hinten, weil ich will vorne nur die Seite geschützt haben. Ich habe das damals beim Heft nicht gemacht und dann war es so komisch. Das wurde dann voll schnell dreckig und es hat schon genervt. Und ja, wenn ihr das jetzt so habt, dann müsst ihr noch hier oben diese Ecken rausschneiden, damit ihr das am Ende besser umschlagen könnt. Und ja, markiert euch das einfach, wie ihr das schneiden müsst. Ich bin echt müde. Tut mir leid auch, dass das Video so spät kommt, aber gestern war ich den ganzen Tag unterwegs mit meinen Eltern und heute war mein Freund, hat mit der Arbeit angefangen und der war heute da und hat dann haben wir geredet und dann habe ich das total verpeilt, das Video heute hochzuladen und zu machen und zu tun. Aber naja. Also ihr schlagt dann diese kleine Kante um, die in das Heft reinkommt, schlagt das Heft auf und klebt das Ganze dann da rein. Schön ordentlich. So, und wenn ihr das gemacht habt, ja, dann schiebe ich das einmal mit dem Lineal. Das ist super, dann sind da keine Blasen drin. Und ich musste ein bisschen vorsichtig sein. Die Folie ist ein bisschen eingerissen. Deswegen fummel ich da jetzt auch so rum. Aber ich wollte halt nicht, dass die kaputt geht. Und ja. Also ich finde diese Idee, um diese Hefte einzuschlagen, eigentlich jetzt sehr schön. Und mir gefällt das auch. Und ja, ich finde das sehr, sehr schön. Und ihr müsst euch doch nicht wundern, dass sich das so aufwellt, der Teil mit der Folie. Das ist aus dem einfachen Grund, weil die Folie ja so gerollt ist. Ihr müsst das dann einfach umknicken, dann ist das wieder ganz normal. Aber die Seiten knicken auch nicht um. Ich mache das jetzt auch noch. Also ich will das noch mit meinen College-Blöcken machen, damit diese Wabbelumschläge etwas dicker sind. Ich bin echt müde. Und ja, dass die halt nicht so wabbelig sind und die Ecken nicht so schnell umknicken, dass das alles ein bisschen länger hält. Und ja, am Ende müsst ihr noch alles korrigieren. Und ja, das war das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.